So, ein herzliches Willkommen zurück zu Umbra Overthrow. Danke euch für eure Zuschauen von der letzten Folge. Und mal schauen, ob wir dieses Kapitel auch innerhalb von einer Stunde durchziehen. Nicht die Tür auf. In der letzten Folge sind wir dem Brief unseres Vaters nachgegangen. Und sind natürlich jetzt hier in diesem Bunker gelandet. Mit Alien. Okay. Der kleine Plan, was wir jetzt in diesem Kapitel machen müssen. Mal schauen wir mal. Aber irgendwas bewegt sich anscheinend durch die Wände. So, das geht ein bisschen tief. Okay, da kann ich ihn. Das ist der Generator. Der natürlich mal nicht funktioniert. Wie immer. Ob es jetzt eine gute Idee ist, darunter zu klettern, das weiß ich nicht. Aber wir schauen einfach. Dieses Zuhauen, eine komische Sache. Ah, oh, hier scheint nicht zu sein, was mit uns hilft. Oh, oder warte mal. Kann ich. Hier ist ein Speicherpunkt. Batteries. So, Gratulation und Glückwunsch an unser Typ 7 Produktlein. Arbeitspersonal, wir sind hier in the Windsystem startet den Motor, okay. Blau bei Tuning. Okay. Immer mal kurz sicher. Kann man denn hier verzeichnen? Keine Ahnung. Es scheinen Wellen zu sein. Wellen nach oben. Ist ja kacke. Wellen nach oben und Wellen nach unten. Spielt. Leck doch nicht. Okay. Ich schau mal draußen rum. Ich hätte was hier noch mal. Nimm mal lieber meine Axt in der Hand. Alter. Das ist ein böser Wufi.
Alles erstmal weg, Digga. Jungs, ey, denke mal vor Ort verfilmen. Ach, okidoki. Das sind Dings, Morsecodes. Warte, die sind. Ah, hier, da. Beef Jerky. Wie? Neu oder sie? Alle Minenarbeiter fragten. Gab es einen Erdsturz und die meisten wurden verletzt. Hier. Was das da hinten? Mal kurz mal schnüffeln. Okay, ja. Wir müssen jetzt erstmal den Strom in Gang kriegen. Irgendwie. Also, da kann ich mich, glaube ich, nur im Notfall. Au! Das verletzt mich schon! Alter. Schon wieder. Oh, wie kriegen wir denn jetzt am besten den dämlichen Strom an? Kann zwar die Kiste bewegt das nicht, ne? Kriegt die ja nicht hier runtergeschossen. Kann nicht, wann man kann nicht. Machen wir einfach mal die Sicherung, die Absperrung kaputt. Eine riesen fette Batterie. Ja, vorher drauf können, die Kiste runterzuknallen. Wenn die Mauer sei aus, könnte man sie nicht kaputt machen. Ah, fuck. Ups. Da mache ich erstmal dezenten Abgang.
glaube, ich mache dann erstmal so nochmal den Raum mal kurz speichern. Weil der hat ja irgendwie auf einmal losgelassen, die Sau. Mysteriöse Kraft hat mich zum Fallen gebracht. Drück doch. Nicht selber wieder runterfallen, das ist verblöd. Diesmal bitte nicht runterknallen. Das ist ja kacke. Irgendwas. Füße. Ich in Füße. Ist klar, dass das Füße sind. Da muss die Batterie hier reinknallen. Eine 3,5 Megawatt Bild. Die Dinge in der Theorie wirken. Okay, ich kann die Dinger in der Theorie bewegen. Ist es doch. Wir versprechen aus. Ja. So, kann ich jetzt. Leute, die. Wenn sie mit der Fuse-Box da vorne die Box. Also willst du mir damit sagen, ich muss zurückrennen. War ja irgendwie klar. Und bestimmt jetzt da aus der Fuse-Dings die Fuse rausholen. Auch nicht. Da Fusen drinne. Muss ich mir noch Dings bauen oder was? Du kommst doch daran. Du bist zwar ein kleiner Bengel, aber daran solltest du trotzdem rankommen. Kannst sie auch nehmen. Wenn nur zwei Kisten sind, dann jump ich eben hoch, solange bis ich dich mit Fuse kriege in der Hand.
Wir wissen, dass dann ein Köder auf uns wartet, aber wir haben keinen Stein gerade. Wir den gegen den Kopf werfen können. Bevor wir irgendwas falsch machen, nochmal speichern. Müssen wir jetzt. Notes, To-Do-Liste. Notes, weiter, generell, Manual. System. Hört sich mal, das wird das Kühlsystem bezeichnet. Die Frage ist, meinen die jetzt das oder das? Ja, jetzt müssen wir ein bisschen rätseln. Zeichen nicht eindeutig sind. Damit. Upp. Nö. Wenn wir wenigstens dann wüsste. Was das richtig wäre, wenn das dann sagen wir jetzt so, dass die erste schon. Beide Dreher. Ach nee, das ist dumm. Immer noch falsch, wenn ich jetzt mache, aber so. Und das Zeichen ist also Luft.
Wir haben Strom. Geilo. Da haben wir noch mehr Lampen. Wir sparen ja sowieso ein bisschen Lampen, weil ich das Spiel allgemein schon ein bisschen heller gemacht habe, weil das Spiel ja so von Natur aus extrem dunkel ist, also richtig hart verdunkelt. Oh, jetzt müssten wir nur noch gucken, wegen dem Rätsel. Rätsel. Ich schätze mal. Wird wahrscheinlich hier hinten die Tür-Ding sein. Oh, das ist rot. Oh, ich hasse solche Rätsel, wo du da ganz genau hinhören musst und es dann geht auch immer so schnell vorbei. Hier, da sitzt du erstmal ein paar Minuten oder 10, 20 Minuten dran, um die richtige Kombi rauszukriegen. Good day. Can you hear me? Was? Well, I hope that your ears are working better than your tongue, so that you might use them to listen to my words. You have turned on the light at the end, beginning and middle of the tunnel. But some things remain shrouded in darkness. My emergency message, I hope, has helped. But what you need now is to the wall hole to the right of the fence. Go now. There is no time to explain. Well, in fact, time is one of the few things we have in abundance down here. What surprises are spoiled by such catty curiosity. Wo sieht jetzt besser? Hat er jetzt irgendwas dazu oder so? Schauen wir mal. Ich hoffe mal, das ist der komische Code, den ich jetzt da aufgeschrieben habe, weil ich habe keinen Plan über. Ewig jetzt da unten zu sitzen. Och Mann. Kann ich nicht wirklich durchbrechen, einfach muss ich dann den scheiß Code herausfinden. Och, ist doch nervig. Code rausfinden und Rätsel ist ja so eine Sache, aber ich hasse solche Sachen mit solchen Sound-Dingen, wo du ganz genau hinstehen musst, dass du rausfindest, okay, das sind jetzt eine 3, das ist eine 10, das ist eine 18 und hast du nicht gesehen. Schauen wir mal.
Okay, ist es. Versohl dir den Hintern, mich hier anzugreifen. Dieser Wuffi. Hat der extra da hinten Fleisch hingeschmissen? Oh, jetzt verrottet es hier unten, weil du das Fleisch nicht haben willst. By the way, you can call me Red. It's not my name, you understand, but I am sure you will agree it is a name rather similar to a cardigan. Fetching when worn correctly. Ob man dir einfach so vertrauen kann in so einer Sache, aber anscheinend sind wir hier richtig. Gucken. Das war sehr klau. Alter. Hä? Was ist da jetzt explodiert? Irgendwas ist hinter mir gerade voll explodiert. Ach, ob wir jetzt so rumgehen oder so rum, das spielt keine Rolle. Okay. Something with a great many small holes. We shall be needing to perform some minor demolition work so that we might one day meet again. For this task, we shall require the use of a large earth-eating metal monster, and that monster is thirsty for juice from the place where things are kept. Zu liegen? Aber so wie. By the way, you can call me Red. It's not my name, you understand, but I am sure you will agree it is a name rather similar to a cardigan. Fetching when worn correctly. Ich frage mich ganz ehrlich, wie diese komischen Wuffis entstanden sind. Zombie-Wuffis. Those holes in my mind are increasingly gaping. You cannot breach the inner sanctum of the place of storing. The entryway is blocked. So what if the squashy material between my ears is squashier than most? I may not be perfect like a hanging picture, but my words are wise and backed up by time. A pox on both your brain cells. Try as I may, you must think that I deceive you with my admittingly cunning ways. As far as my eye has seen, our rocky grave extends, and yet you cast away my help like you would a puppy freshly rolled in its own feces. I hope that your warped sense of morality is better company than I. Because now it is all you have left. Andere Sorgen hast du nicht? Kannst du nicht selber da in das Loch gerade reingehen? Muss wieder typisch, irgendwelche andere Leute müssen deine Drecksarbeit machen. Au. Hey, triff doch! Ja, weil du dich getroffen hast, du Idiot! Oh. Idiot. Something with a great many small holes. We shall be needing to perform some minor demolition work so that we might one day meet again.
For this task, we shall require the use of a large, earth-eating metal monster. And that monster is thirsty for materials from the place where things are kept. By the way, you can call me Red. It's not my name, you understand, but I am sure you will agree. Name rather similar to a card. Fetching when worn correctly. Wir hier in Ruhe latschen. Was ist denn jetzt hier, Alter? Und die war beschmissen. Ja, sie waren das. Von der anderen Seite ran. Mal lieber meine wunderschöne Spitzhacke in der Hand behalten. Wer weiß, ob hier noch irgendwo viel lauert. Besiege! Ich hör gar nicht mit. Phase 9. Anno 9002. Anno Domini. Dynamite. Wir haben eine Säge gefunden. Der Säge können wir vielleicht. Das Holz da besiegen. Sind. Ich bin eindeutig zu viel Horror. In den Arsch! Diese andere Area. Ah, es ist die andere Area. Diese blaue Area oder rote. Ich glaube, das ist das Ding, was wir brauchen. Aber ich kann es nicht kontrollieren.
Auch ist da rum. Abspeichern. Kommen Sie durch, funktioniert das? Ups. Scheint zu kurz zu sein. Wohl irgendwas finden will oder das Kabel zu verlängern. Okay, dann ist der Bereich erstmal für den Arsch für uns. Heute beginnt die erste Phase der Neuverpflichtung von Erkundung Team B, die ich aufsichtigen werde. Ausrüstung ist eingetroffen und mit dem Graben soll innerhalb von wenigen Stunden begonnen werden können. Seit dem Vorfall, der zur Errichtung unserer Anlage hier führt, wurde viel Arbeit unternommen. Und den Umfang der Entdeckung zu ermitteln, diese Städte wurden dank mächtiger Wahrsagungstechniken, die über viele Generationen in der Helmkasten überliefert wurden, vielen möglichen Kandidaten ausgewählt. Und ich bin mir sicher, dass sich diese Weisheit mit eigenen heimischen Techniken als großer Erfolg. Ah, alles klar. Irgendwelche Wahrsagen-Idioten glauben? Wahrsagen kann helfen. Muss. Alle Kisten hier? Sind. Dass da nichts drin ist. Bin ich voll dumm. Jetzt hier hinten gucken. So, gehen wir mal nach links. Jetzt da, also wir werden da oben drin, die können jetzt noch mal hinten, wenn wir jetzt da weiter nach rechts in die Ecke schauen. Wenn wir dann da. Hier ist nichts. Okay. Außer Explosionsfässer. Die mich davor umgebracht haben. Dazu diesen. Nein, um hier. Was ist rechts? Rechts. Dann links. Den Raum haben wir jetzt gerade. Links. Ja. Den Raum haben wir. Aber wenn man sich überlegt, du bist in einem riesen Tunnelsystem, da würde ich gefühlt alle 2 Meter eine scheiß Karte hinknallen. Wir sind jetzt da, Storage.
holes in my mind are increasingly gaping. You cannot breach the inner sanctum of the place of storing. The entryway is blocked. So what if the squashy material between my ears is squashier than most? I may not be perfect like a hanging picture, but my words are wise and backed up by time. A pox on both your brain cells. Try as I may, you must think that I deceive you with my admittingly cunning ways. As far as my eye has seen, our rocky grave extends, and yet you cast away my help like you would a puppy freshly rolled in its own feces. I hope that your warped sense of morality is better company than I, because now it is all you have left. I'm sorry. Sometimes my emotions are like a disobedient bit. Uncontrollable and rolling in shit. Better safe than sorry, maybe. But I think we are both sorrier than we are safe. A tunnel lies between the nearby watery cave and the place where things are kept. Take a second right from the closed door, and you will find what you seek. Ja, manchmal gehen die Emotionen doch durch, aber ich kann nicht auch nicht so viel mit deiner Scheiße, Mann. Ja, dann Abmarsch ins Dunkle. Ja, und Freddy, hi. Ja, ist wirklich hoch, aber wir kommen da nicht hin. Oh, Booming-Test. Ganz viele Tests. Die irgendwelche Tests, die interessieren mich nicht. Abmarsch ins ungewisse Loch. Ist noch im Nö. Ich kann mich mit einem Pilsen wehren. Was testen? Oh. Komm schon! Funktioniert! Okay, Mann. Noch den längeren Weg benutzen oder was? Los, wie? Oh, bin ich's.
Das hört sich so komisch an. Ja, ich glaube, da ist gerade was geplatzt. Alter, sind die fies. Kleine hässliche Spinnies. Okay, die. Ich bin so dumm. Ich bin so doppelt so dumm. Lassen sich irgendwie nicht beirren. Kacke, Mann. Und ich habe nichts, damit ich sie abwehren kann. Warte mal. Was? Scheiße. Wie von hinten? Hä? Sprengen die Spinnis alle in die Luft. Erst. Mach doch zu, du Idiot! Dein Leben hängt davon ab! Mach doch das Loch zu! Bück dich und mach zu die Kacke. Now you should find yourself in the watery cave of conversation fail. With a tunnel above you from time to head. In this tunnel for both our sakes. Be careful, not curious. I have already spoken to you about the cat. And repeating myself is not only out of the question, but out of the window and climbing down the gutter. There are spiders in the tunnels that love to suck on the human fluids. So do not disturb the walls. They are fragile like the china vase. Habe ich selber gemerkt, dass hier Spinnen drin sind. Die mich töten wollen. Beweg den Arsch, beweg den Arsch, beweg den Arsch! Ja, nicht mal aufstehen, das ist ja die Kacke. Einmal, da muss ich Bretter kaputt machen. So, mich nicht! Okay, das war auch falsch. Kacke.
Es war indirekt richtig, nur halt falsch angesetzt. Toll, jetzt blockiert. Mich dieses Scheiß. Ich jetzt? Mann. Und ich kann die scheiß Brett nicht anheben. Wenn du 5000 mal zuschlagen musst. Ey, jetzt schmeiß ich schon. Och, mach das Brett einfach mal woanders hin. Am besten down, Alter. Sie dann ich? Okay, zwei Schläge. Wie kriegst du das mal hin? Ja. In der Zeit bist du dreimal tot. Jetpack, gib mir irgendwas. Ich. There should be some insect repellent in that red and white cross box in that room. Just in case those spiders found your flesh delicious. How does my brain flesh know your fluids are leaking? Because the red tricked you. The spidery tunnel was far from a necessary evil. More so, it served as a well-deserved punishment. You thought my mind had been lost to the ravages of time. But poetic justice has struck with a sonnet and an eight-legged baptism of fire. With justice now served cold, I hope that we can be good friends. Now reclaim the key in Go-Go Juice and find a way to the mining monster. Scheiße, werde ich tun. Wenn ich dich jetzt befinde, kriegst du meine Spitzhacke in gekoppt, wie ich da hier lang gelotst hast. Leider müssen wir uns ja erstmal darauf konzentrieren, das zu machen, was Red sagt. Nicht hier das kaputt machen. Ab. Ab. Achso. Oh. Döcki, 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 fährst. Jetzt anscheinend. Und weiter. Okay.
Landen wir jetzt hier. Ach, wir sind hier, da wo blockiert war. Okay, die Tür ist blockiert, das heißt, wir müssen jetzt. Jetzt Notfall-Dings funktioniert. Ah, instant tot. Okay, das ist Gash, was tötet. Okay. Was? Und wahrscheinlich. Müssen wir hier lang. Aber das machen wir. Ja. Okay, wir gehen doch nochmal kurz da lang. Und wir haben ein Autosave. So kacke, wie soll ich das denn machen? Ach, ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich das mache. Ist das doch. Ich krieg das hin. Hallo? Ich krieg das doch hin. Das wäre doch ein Klask. Oh, dann haben wir jetzt Benzin. Batteries. Gucken wir nochmal in die Schränke. Die. Mythologie. Ah, ein Mythologiebuch. In den letzten 100 Jahren hat unser Volk so etwas wie eine religiöse Offenbarung erlebt. Man könnte sagen, dass die Kalaallit und die Inuit im Allgemeinen den Irrtum unserer Wege erkannt haben. Das Christentum hat sich in den arkadischen Gemeinschaften zunehmend durchgesetzt. Viele dieser Artikel wahre Wurzeln und zeitlang Gehege überzeugend zu erforschen und aufzudecken. Und sie sind heute in unseren neuen gewohnten Erleuchtung gerechtfertigt sein könnten. Daher wird dieser Aufsatz der erste sein, den ich auf Englisch schreibe, im Gegensatz zu unserer Muttersprache. Okay. Ja, gut. Wir speichern und beenden heute die Folge. Sie wird euch wieder gefallen. Lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns in der nächsten Folge.
gefällt.